Hallo zusammen, ja, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Russen. Und ja, wir sehen ja, dass der hier schon echt krass, dass wir hier schon echt krass vorrücken. Also wir haben jetzt schon die Hälfte der Türkei, halb Griechenland zu fassen, und wir gehen jetzt schon nach Jugoslawien oder was ist das? Ich glaube Slowenien, ja. Genau. You said this would not happen. No matter how many we kill, they keep coming. The United Nations begins to back their cause. Condemn them to hell, incinerate them before they grow stronger. You are failing me. The bombs are almost ready, Comrade Stalin. The final elements are being transported from Gorzhov Air Base. How? By truck convoy. Here. You guard them with your life. They must get through to Gorzhov. If you fail, do not return. Jo, alles klar, der stellt einfach mal so den Bauhof ganz nach vorne. Okay, danke. Oh Mann, ey. Ja, wir haben wieder eine schöne Cutscene gesehen. Und wir haben BMTs. Was zur Hölle? Okay. Ah, hier kann ich meine Basis aufbauen. Sehr gut. Dann macht das direkt. Also, ja, was mir jetzt gerade mal bei diesen ganzen Cutscenes auffällt. Wir kämpfen eigentlich immer auf Nebenschauplätzen. Das heißt, nie wirklich da, wo der Pfeil hingeht. Also zumindest nicht direkt. Das ist, glaube ich, dann unsere nächste Mission oder so. Auf jeden Fall müssen wir hier immer irgendwas beschützen oder so, da retten. Und, ja. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich kann die Spielgeschwindigkeit auch theoretisch so lassen. Die ist ja eigentlich... Nee, das ist schon die langsame, okay. Ich kann eigentlich auch mit ganz schnell spielen, aber ich glaube, dann werde ich Dings verlieren, die Übersicht. Und das möchte ich verhindern. So, okay. Ja, ich warte immer noch auf meine geliebte Tesla-Spule. die haben wir ja bis jetzt noch nicht bekommen. Dauert auch, glaube ich, noch eine kleine Weile, aber wir sind ja schon bei Mission 6. Also so langsam dürfte man mal was erwarten. So, hier sind Invasoren drin. Warum sind hier Invasoren drin? Was zur Hölle? Die brauche ich nicht. Geht mal wieder da rein. Oder Moment, ich kann eigentlich theoretisch einen Stützpunkt einnehmen. Theoretisch von den Alliierten, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Ja, hier die LKWs, die müssen wir beschützen. Und die müssen wir nach Gorzhov bringen, also auf die andere Seite. Und zwar, oh Alter, und zwar hier oben hin, in die Ecke. Da nehme ich natürlich nicht den direkten Weg, sondern einfach, hier oben gibt es noch einen anderen Weg. Und, weil wenn wir hierher fahren würden, dann kommen hier Schlachtkreuzer, das kann ich euch schon mal sagen. Da kommt dann Bubum und dann ist es aus mit uns. Weil die sind echt heftig, die Schlachtkreuzer hier. Ja, die sind echt heftig. So, erforsche ich mal mit diesen Mini-Fahrzeugen hier ein bisschen die Karte. Ja, das geht ja. So, genau, weil die Waffenfabrik, die braucht immer ein bisschen länger. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut, ist halt ein Strategiespiel, ne? Da muss das halt so sein. Alles klar. Dann tue ich die mal... Aha! Was? Oh! Da kommen direkt zwei Gummipanzer von ihm. Okay. Ja, dann mach. Versuch's. Ist mir scheißegal, was du machst, ganz ehrlich. Ah! Meine... Oh, Penner. Dieser Penner, ey. Hat der echt meine... So. Alter, mach doch was! Mensch. Hat der echt meinen BMT mit den Invasoren geplättet, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ich... Ich weiß halt nur noch nicht genau, was ich mit denen machen soll. Hm. Halt echt eine Basis erobern, ne? So. Kraftwerk nochmal.
Dann Radar. Diese Mucke hier, ey. Ah, geil. Okay, sehr gut. Dann Flammenwerfer. Du kümmerst dich da drum, ne? Genau. Hey, der lebt noch. Warum lebt der noch? So, jetzt. Dicke, 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 dicke. Ja, genau, sehr schön. Gut, Radarzentrale, die kommt mal hier hin. Dann haben wir hier einen Raketenwerfer. Und das Sektzentrum können wir bauen. Das mache ich gleich auch mal. Aber das bringt uns momentan nur den Flammenwerfer, glaube ich. Das bringt uns noch keinen Mammutpanzer. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein, ob ich den bauen soll. Ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Aber hier brauche ich auch wieder eine Verteidigung. Deswegen tue ich mal die Werkstatt hier oben hin. So, zack. Flammentürme. So, und die Panzer. Ja, der kann sich mal reparieren fahren direkt. Weiter Panzer. So. Genau. Und ja, genau. Also, wie geht's euch heute, Freunde? Mir geht's sehr gut nach wie vor. Also, ich nehme das ja nach wie vor am Stück auf. Für euch. Wow. Damit ich einen schönen Puffer habe. Also ich habe im Moment auch noch einen Puffer für eine Woche. Allerdings, ja. Würde ich doch mal gerne nochmal auffrischen. So, zack. Weg damit. Weg mit dem Nerven. So. So, dann könnt ihr beide mal da reparieren. So. Okay, gut. Dann. So. So, dann haben wir noch Flugfelder, die werde ich jetzt aber nicht benutzen. Oder, na, Flugfelder sind halt teuer. Wow, okay. So, gut. Dann haben wir jetzt gleich erstmal ein paar Panzerchen. Bau erstmal noch ein paar Flammentürme, das geht ja gar nicht hier. Der kommt immer mit Manniken, ey. So. Bringen Sie die Wagen an das andere Ufer, genau. Das sind ja die beiden hier, ne? Und ich habe wieder mal keine... Oh Mann. Scheiße, ich habe vergessen... Ah, Mist, ich habe vergessen, den zweiten Sammler zu bauen. Oh, mach das mal weg da. Mach das mal weg da, das ist gefährlich. So. So, okay. Ich habe vergessen, den zweiten Sammler zu bauen, ich Idiot. Oh Mann. Gut, dafür sammelt der halt jetzt mal direkt hier vor der Haustür, damit er so schnell wie möglich fertig wird. Ich bin so ein Idiot. Mann. Zweiten Sammler nicht gebaut, ey. Ey, du sollst hier vorne sammeln. Warum sammelt er trotzdem da hinten? Mann. Widersetz dich nicht meinem Befehl. So. Ja, Flugfelder werde ich schon bauen, wegen dem Spionageflugzeug. Aber ich glaube, diese Mission ist nicht so schwer. Die geht länger, glaube ich sogar. Und was aber auch noch auffällt hier ist, wo wir ja mit den Alliierten ständig irgendwelche Schneekarten hatten und weißer Hintergrund, gibt es hier einen grünen Hintergrund, das heißt Graslandschaften. Das ist halt auch geografisch geschuldet, weil wir halt als Alliierte Richtung Osten gehen und wir als Russe marschieren in Europa ein. Das ist, ja, das ist der Grund dafür quasi. Ach, nerv nicht, ey. Oh, mach den weg. Mach den weg. Ah, warum repariert er denn nicht? Mensch. Guck mal, Gummipanzer, ey. Na toll. So, der Sammler ist fertig. Sehr schön. Dann gehen wir direkt mal sammeln hier. Der sammelt immer da hinten, ne? So. Meine Güte. Die können ganz schön nerven, ja. Vor allem die Sammler, wenn die nicht vernünftig sammeln. Aber ich glaube, das war echt so gedacht, dass ich mir hier eine Basis hole, weil hier ist eine Basis hier oben. Und ja, die müsste ich mir theoretisch, glaube ich, sogar holen. So, dann dahin. Und die vier hier können mal reparieren fahren. So, weiter geht's. Die Männchen. Naja. So. Oh, da kommt
kommt schon mal noch eine Lieferung, sehr gut. Ja, die sind schön schnell jetzt, ja. Zack. Flugfelder werde ich bauen, komm. Komm, was soll der Geiz? Werde ich mal ein bisschen hier hinbauen. Ein bisschen länglichere Basis. Aber, ja. Sollte passen, so. Da haben wir nämlich jetzt schon mal die, die Spionageflugzeuge, wollte ich sagen. So, alles klar. Dann baue ich schon mal die Jack. Die erste. Jacke de Jack. Kennt das noch einer von euch? Das war so eine Kindheitsserie, glaube ich. Jacke de Jack hieß die. Ja. So, energienüberkritisch, das ist blöd. Aber erstmal zu ändern, doch, ja. Kann ich ändern. So. Das ist auch blöd, dass ich immer noch nur die kleinen Kraftwerke habe. Naja, wie gesagt, das Tech-Zentrum werde ich nicht bauen, aus Gründen des Geldsparens einfach. So. Dann geht's mal weiter. So, dann gucke ich mal gerade, ob hier alles passt. Ja. Guck auch noch, ob der aufnimmt. Der nimmt noch auf. Wir spielen erst 10 Minuten und sind eigentlich schon fast für einen Angriff bereit. Also diese Mission geht echt schnell. So. Genau der hier. Was kommt da? Manning. Ja, schafft ihr nicht. Ich hab da Flammentürme. Ey! So, direkt mal 3 V2s da drauf. Ja, das gefällt mir. Nein, Hunde brauche ich eigentlich nicht. So, okay. Alter. Die gehen mir schon auf die Nerven. Die gehen mir schon auf den Sack gerade, ey. So, machen wir da. Und bau Flammentürme. Alter! Alter! Alle 4 weg! Na gut. Okay, hier ist nichts, okay. Außer die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Panzer, ey. Halleluja. Na, soll er versuchen, komm. Schaffst du nicht. So. Weg damit. Ja, dann mache ich jetzt hier zu. So, dann baue hier noch eine Jacke hin. Ah, jetzt fahr doch da rein! Mann, ey. Diese Sammler hier. Alter. Gut, komm. So, dann habe ich alle Jacks, das ist gut. Die sind Martin 2. Und das hier ist Martin 1. Ich glaube, das könnte sogar schon reichen. Ich werde das, glaube ich, echt machen. Ich werde den Stützpunkt von dem einen nehmen. Wobei das ja eigentlich nicht meine Lieblingstaktik ist. Also meine Lieblingstaktik ist halt einfach nur angreifen mit gemischten Einheiten und dann ja, durchrollen. Anstatt jetzt hier irgendwie noch mit Ingenieuren zu arbeiten. Weil das finde ich immer so Frickelei und das, nee, das muss nicht sein. So, und war es noch den Flammenturm? Ich habe bald wieder ein Spionageflugzeug. Mach mal hier, komm. Ich will wissen, was da ist. Seht ihr, das ist eine Basis. Da ist eine Basis. So. Ein Flammenturm noch. Oder 2, besser gesagt. Ja, ich habe... Schaut euch das mal an. Ja, hier kommt keiner mehr so schnell rein. Ah, ich habe meine Lieblingseinheit. Probier mal. Geil, er schafft's, geil. Cool, dann kannst du ja schon mal hier... Den Bauhof. Ah, der repariert. Blöd. Dann mach es hier so. Schwächt ihn mal ein bisschen an. Ja. Wir brauchen Silos. Ernsthaft. Ja, krass. Dann bau mal Panzer. Ja, komm. Hey. Geil. Die haben es auf Gelb geschlagen. Okay, cool. So. Letzte Flammenturm. Zack. Oh, diese Energie, ey. Die kleinen Kraftwerke sind echt für nichts zu gebrauchen. Alter Schwede. Einfach mal eben 4 V2s in den Arsch geblasen. Ja, geil. Schmeckt dir, wa? Er steht ja drauf anscheinend. So. Oh, weg damit, ey. Mann, Mann, Mann. Er versucht es immer wieder. So. Weiter Panzer. Meine Güte. Okay, so. Gut, dann können wir es gleich wagen.
Dann habe ich auch gleich hier. Ich habe nur noch den Zipfel hier, ne? Konstruktion abgeschlossen. Und da oben noch was, ja. Okay. So, dann. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich glaube, das reicht erstmal. So, dann würde ich sagen, speichere ich das erstmal ab. Mission 7 ist das jetzt schon. So, Mission 7. Und der nimmt nach wie vor auf. Okay. Dann kannst du mal los. Na, Moment. Ja, na, dann kannst du losgehen, komm. Rein da! Verdammt. Nicht wieder die Raketenwerfer zuerst. Mensch. So, die Flugzeuge können mal das Ding kaputt machen. Ja, natürlich ist jetzt der Raketenwerfer direkt weg. Ja, das hält natürlich einiges aus, ist klar. So, weg damit. So. So, weg damit. Und weg damit. Zack. Weg damit. So, sehr schön. Mit diesem Turm hier. So. Okay. Dann haben wir auch schon die Verteidigung ausgehebelt von ihm. Dann machen wir die Raffinerie da platt los. Die Flugzeuge. So. Und dann hier. Ah, ne, das kann ich hier einnehmen. Stimmt. So, dann macht ihr das mal kaputt. 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Die Mannequin brauche ich eigentlich nicht von dem. So, macht ihr das mal weg. Zack. So. Genau. So, macht das mal kaputt da. Hat er echt einen Panzer noch gebaut. Unfassbar. Ui. Aufpassen. So, zack. So, mach mal hier frei. So, macht das mal kaputt. So. Alles klar, dann. Aha. Da, dann können die da mal das Kraftwerk da kaputt machen da oben. Den Bau will ich nämlich haben. Weil wofür haben die sonst die Invasoren hier? So, das hat meinen Arsch. So, weg damit. Okay. Los geht's. Sammler, wegmachen, wegmachen, wegmachen. So. Ich glaube, wir müssen gar nicht alles. Ah, ein Großkraftwerk. Das werde ich mir nehmen. Das werde ich mir von ihm nehmen. So, hier. Hoch hier. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen noch nicht mal alles platt machen. So. Dann hole ich mir erstmal die Waffenfabrik. Wow. Aufpassen. So. So, dann. Nur einen erstmal. Nein, lass doch nicht alle raus, Mensch. So, nach dem nächsten Schuss. Ja, einen noch. So, jetzt. Alles klar. Dann. Der ist schon fast kaputt, der eine. Jo! Geil! Das war ein guter Schuss. Jetzt können wir theoretisch auch hier Panzer bauen. Alter Schwede. Dauert das lange? Ja, gut. Das ist aber nötig. So, dann gehst du einfach mal reparieren. So. Gehen wir wieder da rein. Nicht mehr zu einem Bauhof. Spionageflugzeug. So. Macht ihr mal. Aufpassen, ey. Ich habe so eine Wucht. So eine zu große Wucht. So. Gut. Dann können wir hier mal weitermachen. Stopp. Wieder rein. So. Oh Gott. Der hat direkt an ein Schiff stehen. Oh Mann. Ja gut, dann den kriegt ihr aber weg, oder? Den kriegt ihr weg. Ja, sehr schön. Schieß. Sehr gut. Weg damit. Oh, die haben irgendwas da anvisiert. Bleibt doch mal da stehen. Wenn die irgendwas anvisieren, das ist schon mal immer gut. So, dann haben wir hier jetzt erstmal. Anschwächen. So. Lass die mal irgendwo drauf schießen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Könnt ihr mal hier erobern. Immer das. Ey! Musst du denn? Weg damit. Okay, weg da. Rein da. Er kann es nicht erobern. Ich kann keine Werft erobern. Krass. Oh je. Ja gut, dann mach's kaputt. Ist ein bisschen doof, finde ich. Dann spar dir noch die paar Euros. So. Können wir mit denen uns weiter vorkämpfen. So, Spionageflugzeug. Fluchtzeug. So. Oh, Edelsteine. Okay.
ist das hier Team 3. So, Team 3 kommt mal hier hin. Team 2 kann sich theoretisch mal um die Artillerien da kümmern. Wir brauchen wieder Silos. Dann mach. Mach, komm. So, das ist krass, wie viel Geld wir hier eigentlich kriegen, ne? So, kaputt. Die ist kaputt, geil. Okay, dann weiter. Nein! Egal, dann macht ihr die Reniken, die machen die kaputt. So. Ja, natürlich. So, genau. Sehr gut, ey. So muss das sein. Ja, das hier unten, das müsste ich eigentlich noch platt machen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Puh. So, okay, dann geht's mal. Nein! Wo wollt ihr hin? Verdammt. Ah, ich kann dir die alliierten Panzer bauen. Seht ihr? Kampfpanzer, Gummipanzer, Ranger. Ja, komm, ich baue halt ein paar Panzer für unten. So. Die sind noch nicht voll. Okay, gut. Dann geht man hier hin. Oh, da ist noch ein Panzer. Der ist mal direkt mal weg. Das ist so geil. So. Hier ist irgendwo ein Schlachtkreuzer. Ich denke mal hier auf. Hier ist irgendwo... Da! Da ist ein Schlachtkreuzer. Probiert mal, ob ihr den damagen könnt. So, wie mache ich das jetzt am besten hier mit... Drei Schlachtkreuzer! Alter! Komm schon. Nee, das bringt nichts. Die treffen mich. Schade. Das ist eine Heilung, ne? Ja, sehr geil. Wie das sind alle meine Einheiten sind vollständig geheilt. So, weg damit. Dann machen wir die Kirche da kaputt. Da ist zwar Kohle drin, die brauche ich zwar nicht unbedingt, aber nehmen wir gerne mit. Ah, der Schlachtkreuzer schießt. Der schießt. So. Komm schon schneller jetzt. Scheiß Schlachtkreuzer. Da komme ich nicht dran, das ist das Problem. Da komme ich nicht dran. Aber im Moment, während die sich abschießen lassen, können die Panzer hier durchfahren. Los. Oder die LKWs oder je nachdem, was das auch immer ist. So, Raketenwerfer, du kannst da drauf schießen, ja. Alter, der hat es natürlich komplett auf meine Raketenwerfer abgesehen. Egal. Die fahren jetzt durch und dann habe ich das Ding gewonnen. So einfach sieht es nämlich aus. Ja, danke. Dann fahr halt auf die Brücke drauf. So, dann. Ich weiß, die schießen jetzt die, der schießt jetzt die Brücke kaputt. Ah, super toll. Egal. Ja, danke. Einsatz erfolgreich. Geil, okay. Weil die Panzer durchgefahren sind. Nice. Sehr gut. Okay. Das tat weh, würde ich mal sagen. Auch wenn wir gar keine U-Boote hier benutzt haben, aber ja gut. Ey, wir haben gar nicht mal so wenig Punkte. 3489. Gar nicht mal schlecht. Ja, 13.000 Geld halt. Krass, wie viel Geld man bekommen hat. Und ich guck mal gerade. 23 Minuten. Ja, das ist ziemlich genau ein Part, die Mission. Das ist gut, ja. Jo, Freunde, wie gesagt, also wir haben... Die Mission ging echt schnell, muss ich sagen. Das war auch eine meiner Lieblingsmissionen, weil die einfach so einfach ist. Und ja, das wäre es dann von heute von mir gewesen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und beim nächsten Mal müssen wir zurück. Oh, das ist eine Infiltrationsmission, die nächste. Oh Mann, okay, gut, ja, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier in der Infiltrationsmission. Und dann bedanke ich mich für alle, an alle, die zugeschaut haben. Und jedem, der es gefallen hat, lässt auch bitte ein Like oder Abo da. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.